Hallo und willkommen zurück bei FTL Faster Than Light Advanced Edition und wir fliegen jetzt weiter in den fünften Sektor zu den NG Homeworlds. Da sind auch überhaupt keine Wolken drin. Das ist natürlich sehr toll. Unvisited Location, Unvisited Location. Halbert Beam. Guck mal, verkaufen. So, weiter geht's. Store. Ist noch zu früh. Da fliege ich mal drum rum. Na super. Super. Wieder für den Arsch. Schön. Super wäre natürlich, wenn man die jetzt auch noch powern könnte. Dafür braucht man noch mal ein bisschen. Okay, die tun bei mir nichts und die werde ich so schnell weggeschossen haben. Einfach alles auf die Schilde. Wird ja sowieso erstmal auf das Grüne gehen. Wobei der schießt dreimal, eventuell könnten sie durchkommen. Naja, der ist auch noch verfehlt. Sehr gut. Pio. Ah, Gott. Meine aber auch. Oh, das war einer mehr, als ich gedacht hätte. Schießt viermal. 3, 4. Dann den hinterher. Aber da kommt nichts mehr. Und dann machen wir da mal was kaputt. Rums. Biobeam. Drei, vier. Vielleicht reicht's noch. Sieht gut aus. Brutzel. Das ist natürlich auch super, wenn man sieht, was für einen Effekt das dann noch hatte. Wird weiter ausgebaut. Es können alle gleichzeitig aktiv sein. Als nächstes müsste ich das Stealth-Ding weiter ausbauen. So, der hier muss noch geheilt werden, hat es eben auf eine Rakete auf den Kopf bekommen. Und dann springen wir mal weiter. Attack the Pirate.
Da sind 4 Leute drauf. Mit einer dicken Rakete. Der kommt nicht durch ein Schild durch, oder? Na, eventuell. Mal gucken. Aber wenn er nur mit einem Schaden. 2, 3, 4. Das geht alles auf die Schilde. Wir haben eine Reparatur. Eine Heilung, aber keine Klon-Dings. Da kommt gleich die Rakete. Zack. Alles wieder aktiv. Jetzt kann ich die Waffen abschießen. Sehr gut. Na, okay. Machen wir wieder die Schilde kaputt. Ja, die werden jetzt, da wird das Schiff explodieren. Da mache ich zu viel, zu große Reichweite an Schaden. Das kann ich nicht kontrollieren, ob ich da jetzt nur 3-mal treffe oder 5-mal. Mhm. Mind Control. Ich könnte Sensoren kaufen, das wäre ja was ganz Tolles. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Teleporter, ne. Aha, das ist ja mal cool. Aber ich denke, ich werde mir hier Mind Control holen. Damit kann ich, glaube ich, am meisten anfangen. Und den hier kann man verkaufen. Ja, Sensoren fürs eigene Schiff. Macht, denke ich, Sinn. Brauche ich aber jetzt auch wieder neue Energie. Mehr Energie. So, das Problem ist jetzt, dass ich von da nochmal 2 bräuchte, um zum Exit zu kommen. Oder ich fliege zum Store. Ich muss sowieso zum... Ne, ich müsste nicht sowieso zum Store. Ich gehe mal hier das Risiko ein, dass ich da nochmal gegen die Rebellen kämpfen muss. Zum nächsten Sektor. Das könnte funktionieren. Ach, das ist auch ein Store. Na super. Burst Laser. Was kann der? 2, das ist nicht so gut wie meiner. Charge. Kaufen kann ich mir ja eh nichts. Also eigentlich, kann ich weg weiter springen. Sieht gut aus. Kann man nicht machen.
Ja, das lohnt nicht, weil dieser Kampf gegen das Rebellenschiff, der ist einfach zu kostenintensiv. Das war irgendwie ein sehr kurzer, schneller Sektor. Dann sollen wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es hier zum sechsten Sektor geht. Bis denn!